2017 hat es eine ganze Reihe von richtig guten Projekten gegeben. Ein Highlight war ganz sicher das elektronische Baubewilligungssystem, das wir in Betrieb genommen haben. Als erste Gemeinde in der ganzen Schweiz haben wir ein elektronisches Baubewilligungssystem. Wien 4, die neue Hallensporthalle, die auf privater Initiative entsteht, hat die Baubewilligung in Rekordzeit erteilt werden. Die Lokstadt, ehemalige Sulzer-Areal, kommt hervorragend. Dort konnte man das Freiraumkonzept verabschieden. Das erste Baufeld, 70 Millionen Projekte, hat ebenfalls in Rekordzeit eine Baubewilligung bekommen. Die Parkplatzverordnung haben wir so fertig machen, dass sie in die Vernehmlassung geschickt worden ist, jetzt im November 2017. Ich habe ja das letzte Jahr mit Herausforderungen gestartet. Einerseits habe ich in der Stapo die Ausfälle von der Kader, andererseits habe ich Stadtwerke noch geführt. Und jetzt Ende Jahr, wo ich bei der Stapo gesehen mit welchen guten Leuten die Stellen besetzt sind, wie dort das wieder gerufen und vorwärts geht, wenn man eben die Gemeinde noch die nötigen zusätzlichen Stellen auf Sachbearbeiterebene gegeben hat, muss ich sagen, ich bin sowas von happy, was wir in diesem Jahr erreicht haben. Auch bei Stadtwerken konnte ich Mitte Jahr wieder weitergeben können. Und Stefan Fritschi musste sagen, wow, so gut war es. Wir haben wirklich gute Resultate erzielt in diesem Jahr. Und dann das Dritte, das ist so ein kleines persönliches Freude, dass die Gartenbeizen länger offen haben im Sommer. Ich glaube, das Highlight war für mich der Wechsel vom Departement. Ich habe mich wirklich gefreut, ein neues Departement kennenzulernen. Und es war kein Fluch vom alten Departement, aber das neue Departement anzufangen, das ist immer ganz spannend. Es ist ein neues Gebiet, neue Leute, neue Aufgaben, neue Herausforderungen. Es gibt ein Wochenende im Mai 2017, das für mich sehr prägend war. Es war nämlich sehr ein erfolgreiches Wochenende. Am Sonntag, 21. Mai, hat das Stimmvolk Ja gesagt zum Haus auf Winterthur, hat den Subventionsvertrag unterstützt. Und am Montag, also gerade einen Tag später, hat der grosse Gemeinderat das städtische Museumskonzept verabschiedet mit der Dreihäuserstrategie. Das sind zwei grosse Projekte, zwei grosse Geschäfte, die mich stark gefordert haben, wo ich auch sehr viel Herzblut drin hatte. Und zwei Tage nacheinander solchen Erfolg zu haben, das tut wirklich gut.